Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den HiCard-Katalog auf den Server bekommen. Im Grunde genommen müssen Sie sich vorstellen, dass alle Teile, die Sie einbauen, egal ob ein Kantblech, ein Stahlprofil, ein selbstdefiniertes Profil oder auch, dass Sie ein Teil in den Katalog ablegen, dass dieses im natürlichen Katalog gespeichert wird. Grundsätzlich ist es so, dass der Katalog hier geladen werden kann und geladen werden kann. Das heißt, jetzt öffnet sich der Card-Editor von HiCard und alles, was sich hier drinnen befindet, ist in diesem Verzeichnis. Dies können Sie auch hier unter den Einstellungen nachsehen. Und unter weitere Verzeichnisse sehen Sie hier, wo dieser Pfad abgespeichert ist. Im Grunde genommen, standardmäßig steht hier C HiCard Kataloge. Sehr oft, speziell bei Windows 10, steht hier keine Berechtigung. Das heißt, wenn dies der Fall ist, dann haben Sie natürlich mit Sicherheit ein Problem beim Update, weil wenn Sie ein Update machen, dann macht das im Normalfall der Benutzer Admin und dieser hat sehr oft keine Berechtigungen auf Serverlaufwerke. Das heißt, hier müssen Sie entweder mit Ihrer ID sprechen, dass diese Konfiguration abgelegt wird. Ansonsten wird sehr oft vom Kunden dieser Katalog manuell auf das C-Laufwerk zurückkopiert, das Update gemacht und danach wieder drüber kopiert, was jedoch sehr zeitaufwendig ist. Wenn hier kein Pfad drinnen steht, dann können Sie hier in der Registrierung den Pfad unter Local Machine nachschauen. Hier sieht man den Pfad, das heißt hier aus meiner aktuellen Version, hier sehen Sie den Pfad CardDir, wo der Pfad abgespeichert ist. Im Grunde genommen können Sie hier das nachschauen. Hier wird stehen, wie gesagt, C HiCard Kataloge. Wenn Sie hier ins HiCard Verzeichnis gehen, das heißt, ich gehe hier auf mein C-Laufwerk, ich habe hier mein HiCard an einer anderen Stelle, jedoch hier sieht man den Ordner Kataloge und hier ist der logische Pfad dafür. Das heißt, wenn Sie hier mit der rechten Maustaste alles kopieren und auf einem Serverpfad, ich habe hier natürlich leider keinen Server, das heißt, ich gehe hierher und dies hier einfügen würden, dann wäre dieser Katalog auf den Server kopiert. Wichtig dabei ist auch, dass der Serverpfad nicht zu lange ist. Das heißt, sehr oft bekommen Sie einen UNC-Pfad, wo einfach nur im Grunde genommen dies so dasteht und dann die jeweiligen Benutzer oder Einstellungen und Pfade. Dieser kann aber bei einem Server sehr lange sein und wenn dieser zu lange ist, dann kann es zu Zugriffsproblemen geben. Das heißt, wenn dieser Pfad länger als 256 Zeichen ist, was danach sehr schnell vorkommen kann, weil der Pfad in den Katalogen selbst auch sehr tief verschachtelt ist, können teilweise Sachen nicht funktionieren. Das heißt, Sie sollten darauf achten, dass dieser Pfad nicht zu tief ist. Wenn also dieser Pfad kopiert ist, dann muss auf jedem HiCard-Rechner einfach dieser Pfad angepasst werden und somit ist der Katalog direkt am Server.